Dann haben wir nämlich alle mal schlafen gelegt und der erste Tag wäre rum und wir gewöhnen uns noch ein wenig an das Spiel. Ist alles noch ein bisschen wild, aber mit 8 Charakteren soll es auch weiterhin wild bleiben. Jetzt schauen wir mal, wer als erstes aufwacht, wer überhaupt schon arbeiten gehen muss. Na, Bibi ist natürlich als erstes wach. Kann die sich mal was zu essen nehmen? Mal schauen, sind die Jungs schon wach? Ist irgendeiner auf der Straße? Bislang nicht. Wir können natürlich auch mal später schauen, was der Vasi so macht. Der läuft ja immer auf fremden Grundstücken rum. Bibi? Ach, die ist in ihrem Zimmer. Angela Merkel muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Okay, Angela, komm. Aufstehen, Angela. Nicht schlafen. Das gibt es nicht. Sollte vielleicht erstmal duschen gehen, die Angela. Beziehungsweise sie geht erstmal auf die Toilette, dann geht sie duschen. Da bleiben wir natürlich nah drauf. Und da ist noch jemand wach. Hallo? Die Cara Delevingne ist wach. Da schauen wir mal. Die hat Hunger, aber die versorgt sich ja mehr oder weniger selbst. Okay, das sieht aus, als würde sie gerade kacken. Angela, wo gehst du hin? Ah, sie geht sich die... Ah, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Waschbecken im Bad. Och, wie schön. Jetzt essen die bei ihrem Zimmer. Das ist ja süß. Die Bibi und die Cara. Das sind schon zwei. Und Angela, alter Schwede, dieser Gang und diese Figur, dieser Körper, es passt einfach. Es ist einfach wunderschön. Und sobald sie nackig ist, hat sie eine Figur wie Mila Kunis. Boah, schön. Ja, genau da. Noch schön unter den Achseln. Jawohl, da wird nochmal geschrubbt und im Hintergrund ist Hella von Sinn wach geworden. Ich glaube, ich mache das lieber so. So ist das noch sicherer. So ist also Angela Merkel unter der Dusche. Haben wir das auch mal festgestellt? Die Fahrgemeinschaft? Hella von Sinn? Wo geht sie hin? Zur Arbeit. Ah, okay. Hella ist zur Arbeit. Gut. Angela sollte dann auch mal zur Arbeit gehen. Und da rennt noch jemand zur Arbeit. Ich weiß nicht, wer es ist, aber auf jeden Fall rennen anscheinend alle zur Arbeit. Mit sich selbst reden. Aha. Miley Cyrus natürlich wieder redet mit sich selbst. Bibi ist jetzt bei der Arbeit. Obwohl sie eigentlich noch pinkeln müsste. Dann können wir nochmal schauen, dass die anderen Mädels vielleicht auch einen Job bekommen. Cara hat nämlich noch keinen Job. Die soll sich mal einen suchen. So, die sind alle scharfe. Ich dachte, Cara wäre bei der Arbeit. Ach, die sucht sich gerade einen Job. Ach, stimmt ja. Ach, Quatsch. Ich komme schon ganz durcheinander. So, die sollte wahrscheinlich auch Entertainerin oder sowas werden. Aber wir wollen... Ah, nee, wir nehmen sie mal als Künstlerin vielleicht. Was haben wir denn noch nicht? Dann soll die mal Malerin werden. Komm, die ist doch künstlerisch begabt. Die kann alles. Miley. Können wir auch noch eine Karriere einschlagen. Cara ist jetzt Palettenreinigerin. Wahnsinn, bei Kunstgalerie. Das ist doch ein schöner Job. Da würde ich mich auch drüber freuen. Warum geht es ihr denn so schlecht? Ich glaube, die müssen mal pinkeln gehen. Ich habe den Mädels übrigens wunderschöne grüne Toiletten gegeben. Ich fand das äußerst passend. Wer schläft denn hier noch? Alter Schwede. Hillary, gut, die haben wir erst schlafen gelegt. Mila Kunis schläft noch. Und Angelina, die waren aber auch sehr, sehr lange wach. So, Miley wird natürlich Entertainerin. Das ist keine Frage. Natürlich sind hier fast alles potenzielle Entertainer. Cara Delevingne zieht auch die Buchse nicht runter fürs Pinkeln. Dann können wir mal schauen. Wir können ja mal bei den Jungs drüben klingeln. Den DFB-Haushalt besuchen. Ja, mit. Kann ich jetzt hier noch auswählen, wenn ich mitnehmen möchte. Nehmen wir mal Miley Cyrus noch mit rüber. Die sind ja beide daheim. Ach so, dann wird man automatisch rüber gebeamt. Das finde ich ja so ein bisschen... Das bringt ja so ein bisschen aus dem Spiel raus. Die wunderbaren Ladebildschirme. Mario Götze macht gerade Liegestütze. Und die Zeit läuft jetzt natürlich weiter, während wir die anderen gar nicht mehr spielen. Das ist so ein bisschen schade. Ey, Lukas! Mir geht's voll unwohl, weißt du? Ich parodiere mal jemanden. Oh, sie wollte eigentlich natürlich direkt mit Boateng reden. Und die Jungs stehen hier einfach die ganze Zeit noch blöd rum. So, Mario Götze hat gezeigt, was er kann. Wir lassen einfach mal laufen. Mal schauen, was sich denn hier so entwickelt. Mit Mats plaudern natürlich. Diese Güsel ist dabei und redet über einen Grabstein.
Alle möchten mit Mats plaudern, aber der redet lieber mit Manuel Neuer, Lukas Podolski. Ach, hier seid ihr. Ich war eben gerade, ich war verwirrt. Er versteht einfach nichts. Habt ihr das Fragezeichen gesehen, Lukas? Boah, da ist aber ein Traumpaar sich am entwickeln und Götze und Schweini verstehen sich gut. Keiner redet mit Miley Cyrus. Alter, ich hab da fett einen abgeseilt. Also richtig eine Wurst ins Pissoir. Manuel Neuer. Was? Ach, es sieht so schlimm aus. Mario Götze noch weiter im Gangster-Look. So, jetzt versuchen die beiden es nochmal, obwohl sie ja wirklich überhaupt keine Verbindung zueinander haben. Ja. Hallo. So leicht peinlich berührt. Oh, ist der langweilig. Alter Schwede, ist der langweilig. So, Basti. Was geht? Stell mich mal lustig vor. Lustiges Gespräch. So, da, ja, wir können die einmal in Ruhe lassen. Ist halt so ein bisschen schade, dass man da immer rüberreisen muss in so einen Scheiß. Ah, sie denkt an Lukas. Lukas kennenlernen. Ah, oh, ist das schön. Lektion Genießerin, die hat sie auf jeden Fall gelernt. Die anderen Mädels laufen jetzt natürlich so ein bisschen nebenbei. Wie gesagt, das fand ich bei Sims 3 definitiv besser gelöst. So, dann reden wir doch nochmal mit Lukas. Absurdes Gerücht verbreiten, komm. Hast du gehört? Die sind verheiratet, die zwei, die Angelina und der Brad Pitt. Die haben sich wieder zusammengetan und da hat er sich in die Hosen gepisst vor lauter Freude. Ja, so war das. Oh, das hat tatsächlich funktioniert. Tiefgründig, also auf jeden Fall. Lukas Podolski, da muss man mal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Aber das möchte sie gar nicht. Sie redet einfach mit allen. Das finde ich auch ganz gut, dass die Gespräche hier wirklich in der Gruppe geführt werden. Boateng steht immer so ein bisschen außen vor. Eigentlich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo Miley Cyrus ihre Brüste rausholt. Über die Jugend beschweren. Ich finde, Miley Cyrus sollte sich mal richtig schön über die Jugend beschweren. Sie ist glücklich. Oh, und vor allem, es wird einfach immer ignoriert, was ich hier sage, weil die Leute einfach plaudern wollen. Können wir nicht mal was Lustiges machen? Boah, wie, mit meiner Fleischrakete bin ich da ins Schokoladenland geflogen. Das war vielleicht eine Nummer, ich sag's euch. Was für ein Gesprächsthema wir hier haben. Aliens. Mülleimer. Spiegel, Trommeln. Natürlich. So, wie geht's euch denn, Mädels? Ich würde sagen, wir können mal wieder heimgehen, oder? Das reicht jetzt auch. Wir gehen wieder heim. Wieder zu unseren Mädels, wo wir jetzt gerade gar nicht schauen können. Hä? Wo lauft ihr denn hin? Da ist der Eingang. Ah, okay. Zurück nach Hause muss ich machen. Lade bis zu 7 andere Sims. Komm, die laden wir doch alle mal ein. Kommt mal alle mit. Samen kaufen, indem du auf eine im Baummodus gekaufte Pflanzkiste klickst. Ich glaube, den Samen haben wir uns gerade mit nach Hause eingeladen. Den werden wir aber nirgendwo... Also, ja doch, den kann man schon irgendwo einpflanzen, habe ich gelesen. Ich habe das natürlich nur aus zweiter Hand. Ich weiß das natürlich nicht. So, ja, dann haben wir die Jungs mal mitgebracht. Wo sind sie denn? Die wollten alle nicht mitkommen, oder was? Hallo? Jetzt stehen die da. Da ist er gerade verschwunden. Was macht Mila? Wo rennt sie hin? Sie möchte mit Kara plaudern, die aber gerade an ihr vorbeirennt. Das habt ihr ja... Die ist gerade an dir vorbeigelaufen, während du mit ihr plaudern wolltest. Warum hat sich Hillary Clinton umgezogen? Du darfst dich nicht umziehen, ansonsten siehst du voll unrealistisch aus. Guckt euch das doch mal an. So sieht die doch nicht mehr aus wie Hillary Clinton. Vor allem, warum hat sie ihre Frisur geändert? So unglaublich, was die hier alles alleine machen. Auch Angelina hat sich umgezogen. Das darf nicht sein. Das darf doch nicht sein. Vor allem, warum bist du so dick? Okay, aber sie sieht schon doch noch ziemlich aus wie Angelina Jolie. Habt ihr alle schon fertig gearbeitet oder was ist los? Hillary Clinton...
Ach stimmt, der Alterungsprozess ist ja auch noch da. Also so ewig können wir es gar nicht spielen, weil Hillary und Angela werden bald sterben. Wo läuft sie denn jetzt schon wieder hin? Sie möchte mit Hillary plaudern, die jetzt hinter ihr herrennen muss, damit sie mit ihr plaudern kann. Jemanden brüderlich umarmen, dann werden wir ihr das doch mal erfüllen. Können wir das schon machen? Nee, ich würde sagen, wir tratschen erst noch mal ein bisschen. Fesselnde Geschichte, tiefgründige Unterhaltung. Wenn nicht mit Hillary, mit wem dann? Und dann versuchen wir es mal mit dem Umarmen. Dann hätten wir das da schon mal geklärt. Wir schauen mal, was die Mädels hier so machen. Angelina sitzt eigentlich den ganzen Tag nur rum und schaut Fernsehen. Weißt du was, du kannst ja mal aufräumen. Weil die Miley, mysteriöse Post. Beim Sortieren der Post findet Angela ein Paket. Uiuiui. Ein Attentat auf Angela Merkel mit der Aufschrift dringend, aber der Name des Empfängers ist durchgestrichen. Wie soll Angela mit dem Paket verfahren? Soll sie eine E-Mail in der Firma herumschicken und um Hilfe bitten? Oder soll sie besser warten, bis jemand in den Postraum kommt und nach dem dringenden Paket fragt? Wir verschicken mal eine E-Mail. Angela verfasst eine detaillierte E-Mail und klickt auf den Senden-Button, um sie in der gesamten Firma zu verschicken. Innerhalb weniger Minuten meldet sich ein Mitarbeiter, der für ihre Bemühungen dankt. Leistungsverbesserung klein, aber trotzdem, die Angela hat es einfach drauf. Und Angelina... Okay, immer wenn ich gerade aufräumen möchte, dann tut's schon jemand. Haben die sich jetzt mal umarmt, die zwei? Ihr sollt euch umarmen, verdammt. Ich verschönere dir den Tag, du Luder. Da kommt wieder jemand vorbeigejoggt. Ah, Mesut ist wach. Ist ja auch erst 14 Uhr. Die Jungs haben natürlich alle noch keinen Job. Deswegen kommen die hier vorbei. Kommen Mesut und Mila... Bleib mal stehen. Jetzt grüßt er wahrscheinlich gleich schon wieder. Mesut, komm mal her. Er kommt jetzt zu uns. Also, weil Hillary möchte eine lockere Unterhaltung mit ihm führen. Dann können wir zu dritt quatschen, ist doch auch schön. Mesut, Hillary Clinton und Mila Kunis. So fangen ganz, ganz schlechte Witze an. Na, komm her, Mesut. Was habt ihr denn zu sagen? Oh, ich bin so ein heißes Stück Fleisch, alter Schwede. Ich weiß, hallo. Oh, ich bin so süß wie ein Cupcake. Ja, für mich siehst du... Ich sehe aus wie ein Frosch. Jawohl, Mesut hat's einfach raus. Selbsteinschätzung. Hillary ist überhaupt nicht... Sie steht nur daneben und lacht. So fühle ich mich in fast jedem Gespräch. Boah, alter, ich sehe aus wie eine antike... Statue, ja, mir ist gestern, ich habe an mir rumgespielt und da ist das Ding einfach abgebrochen, sage ich dir. Boah, ist ja wie eine Explosion bei mir, unten ist das auch immer so, ich breche da auch immer irgendwas ab. Ja, Mila denkt sich, alter Schwede, warum rede ich mit denen? Im Hintergrund, ach, Kara hat endlich jemanden umarmt, obwohl Mila das eigentlich machen wollte. Ja, die sind jetzt erstmal im Gespräch involviert, genauso wie unsere Mädels hier. Angelina geht gerade aufs Klo. Es geht eigentlich allen gut, man muss gar nicht sich so viel um die kümmern. Wer hat denn jetzt noch gar keinen Job? Cara Delevingne geht... Ah, die würde gerne mal duschen gehen. Komm, dann geh doch mal duschen, Mädel. Angelina war da zwar gerade noch drin. Wir brauchen echt Waschbecken, weil die Mädels sind sehr reinlich. Ich glaube, bei den Jungs wird das später nicht so das Problem sein. Wen haben wir denn da? Jetzt steht Hillary hier ganz allein. Komm, die kann doch so gut mit Kindern. Dann fragen wir doch mal den Jungen hier, wer das auch immer ist. Alexander Grusel, natürlich. Hillary kann ihre Computerfähigkeit an Computern, Tablets und Motion Gaming Ausrüstungen sogar am Telefon verbessern. Soon, kleiner Harry Potter. Oh, Dad! Waxa Nadora. Narfa Yesua. Wadi. Komm, ich finde, darüber sollte man mit Kindern reden. Wir fragen mal nach seinen wertvollen Besitztümern. Ich bin voll sprunghaft, mein Ehemann, der ist voll sprunghaft, der immer hat er andere Frauen gehabt und ich habe die dann bedroht, damit die ihn nicht verklagen und so weiter. Alter, Geld. Geld ist einfach der Shit. Ich sag's dir, wer viel Geld hat, oh, das ist ja super. Diamanten und so weiter. Habt ihr sowas daheim? Ah, wir haben da immer so dickbrustige... Büsten von Frauen und dann, an denen spiele ich immer rum. Oh, bei Regen spiele ich auch mal an mir rum. Ah, nichts zu tun, dann gucke ich in Bücher rein mit hübschen Männern. Oh, ja, und tschüss. So, können wir schon mal speichern. Im Internet surfen. Ja, warum nicht? Dann soll Hillary das mal machen. Wen haben wir denn dort? Ach nee, das ist wieder die Los Muertes-Tante.
Da wollen wir nicht. Die haben Spaß, Mila und Angelina. Cara hat geduscht. Wie geht's euch denn allen so? Es ist eigentlich mal Zeit fürs Abendessen. Es kommen ja bald auch die Mädels heim. Caterer engagieren brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht, warum die Jungs nicht mitgekommen sind. Könnt ihr nicht mal was anderes machen? Kochen. Ah, okay. Wir haben nichts anderes. Da muss man wahrscheinlich hier dann einkaufen gehen. Wir machen nochmal den Gartensalat. So, Miley Cyrus hat die Videospielfähigkeit erworben. Das ist schon deutlich realistischer. Mal schauen, ob die Jungs irgendwann mal wieder vorbeikommen. Heute eher wenig. So, das hat wieder 12 Simoleons gekostet. Wie schaut es denn bei Angie auf der Arbeit aus? Momentan ist die Leistung richtig gut und ihr ist unwohl. Sie kam gerade zurück, auch heller von Sinnen und so weiter, sind alle von der Arbeit von Geisterhand zurückgekommen. Mal schauen, was fehlt ihr denn? Och, eigentlich geht das doch. Der Spaß ist halt nicht so da. Dann soll sie mal ein bisschen Fernsehen schauen. Eine Romanze am besten. Eine Romanze. So, was macht... Ach komm. Hella geht mal duschen. Und Bibi hat auch geschuftet. Ohne Ende geht sich natürlich erstmal die Hände waschen. Oder was will sie machen? Ja, Hände waschen. Natürlich. Aber sieht ganz schick aus, was sie da anhat zur Arbeit. Das muss man eher lassen. Und ich, Miley Cyrus sei schon. Mila Kunis wird irgendwie immer zum Kochen verdonnert. Natürlich, Bibi, Alter. Das darfst du jetzt aber selber reparieren. Nee, das machst du selbst. Entschuldigung. Ich dachte ja immer, Dagi Bee und Bibi sind eine Person. Ich habe das nie gerafft, dass das zwei verschiedene sind. Das erinnert mich nur gerade an die Porno-Videos, die irgendjemand da gedreht hat als Dagi Bee. So, Angie. Och Mensch, guck ganz unglücklich. Generell geht es den Leuten ziemlich schlecht. Auch ihr ist unwohl. Jetzt wird erstmal repariert, wenn du das Ding kaputt gemacht hast. So, ich glaube, Angela muss mal. Das Klo sieht auch schon nicht mehr so richtig frisch aus. Angela muss mal und sollte dann wahrscheinlich auch sich mal was zu essen holen. Die bringt immer in die Kohle hier rein. Dann müsste auch mal jemand kochen lernen. Wir können mal schauen. Hier natürlich der Baumodus. Wir können vielleicht mal ein Bücherregal irgendwo hinstellen, damit die Mädels mal ein bisschen was lernen. Schauen wir mal. Wohnzimmer. Da sind die Regale anscheinend. Das ist ein Bücherregal. Für diejenigen, die es nicht kennen. Wir brauchen natürlich sowas super modernes. Doch hier so hin, damit es auch schön. Und dann können die Mädels nämlich auch mal was lesen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer da Interesse dran hat. Vielleicht Mila, obwohl die will ja eher Sport machen. Wir brauchen eigentlich noch richtig schöne Sportgeräte. Wer kommt da draußen gerade entlang? Angelina fühlt sich gerade kokett. Das ist nie gut, wenn die sich kokett fühlt. Flirtet wieder mit Mila und jetzt geht's irgendwie allen schlecht. Alle haben Hunger. Dann holt euch doch was, hier steht doch Essen. Kyra ist auch wieder daheim, keine Ahnung, wo sie war, aber wir haben zumindest die Polizei nicht angerufen. Sonst hier irgendeiner unterwegs? Bislang sieht es eher schlecht aus. Können natürlich auch alle irgendwann mal den Vasi besuchen. Bibi hat folgende Tuning-Teile. Aha, sie hat Tuning-Fähigkeiten bekommen und will jetzt erstmal umarmt werden. Das kann ich auch verstehen. Wenn ich den Wasserhahn irgendwie repariere, dann möchte ich auch immer erstmal umarmt werden. Das sind traumatische Ereignisse. Jetzt hättest du wenigstens auch noch aufwischen können, oder? Und das allerletzte. So, die Mädels sind alle wieder daheim. Bis auf Hillary, die irgendwie zur Arbeit gegangen ist, ohne dass ich es gemerkt habe. Stimmt, die ist ja Verbrecherin. Die arbeitet natürlich abends. Die unerbittliche, alter Schwede, das passt ja sogar. 9 Simoleons die Stunde, ist nicht wirklich viel. Aber das sollte auf jeden Fall leistungsmäßig nach oben gehen. Ich finde, Hella von Sinns Stimme kann man auf jeden Fall erkennen. Aber meine Stimme ist wie eine Trommel, sage ich dir. Ja, die Hillary, die ist immer auf Verbrechersuche. Nein, die ist eine Verbrecherin. Das ist wie Flasche leer. Nee, wie Dose leer. Warum guckt mich denn keiner an, wenn ich mit ihr rede? Achso, das haben quasi alle zugehört. Wo ist denn jetzt Angela schon wieder hin? Mensch, Angela, was hast du denn für eine Verdauung? Das ist ja unglaublich.
Nichts gegessen und trotzdem muss sie aufs Klo. Das kann doch nicht wahr sein. Und die Mila, immer in der Küche, die Mila. Ich weiß gar nicht, wie habe ich sie denn eingestellt vom Charakter her? Sie ist romantisch, sie ist ein Bro, sie ist kreativ und sie hat einen hohen Stoffwechsel. Aber trotzdem muss sie ja nicht dauernd in der Küche sein. Und sie ist müde. Aber sie möchte noch ein bisschen quatschen. Mit Angela plaudern. Da kann sie sich hier dazusetzen, dann können die Mädels noch ein bisschen quatschen. Und Bibi möchte natürlich, während Miley Cyrus duscht, dort ihren Salat essen. Alter, wie schnell hat die den denn weggelöffelt? Ernsthaft? Da war ja nicht mal Zeit zum Quatschen. Die hat es ja weggeatmet. Und neben Bibi möchte ich auch nicht sitzen. Da hat die Angela vollkommen recht. Oh, mein Nacken, du. Ja, Angela, bald springst du aber auch ins Grab, ne? Das weißt du schon. Ja, das weiß ich. Aber ich nehme den Salat mit und dann habe ich auch ein bisschen Wegzehrung, wenn ich im Grab bin. Morgen wird die Sonne scheinen. Ich würde so gerne von einem Teller essen. Warum essen wir immer nur Salat? Gut, Heller von Sinn eigentlich sehr sympathisch. Ja, Bibi stellt ihren Scheiß wieder einfach irgendwo hin. Das bedeutet... Ach, nein, kein Nickerchen machen. Geh doch gleich schlafen, Mensch. Es ist zwar erst 20 Uhr, aber du musst wahrscheinlich morgen auch früh raus. Da schauen wir mal. 14 Uhr, ja klar, das ist natürlich mega früh. Dieses Nickerchen finde ich immer selten blöd. Kara latscht da jetzt rum und was macht die? Ah, die nimmt sich ein Buch. Die Vielfraßspiele lesen. Natürlich eine Anspielung auf die Hunger Games, die Hungerspiele. Bibi hat gemerkt, oh scheiße, ich kann ja gar nicht lesen. Das ist dann natürlich immer ziemlich bitter. Was fehlt ihr denn? Spaß? Dann schau doch Fernsehen, Mensch. Wir haben so hier den Hightech-Ultra-Fernseher. Was ist denn das? Einfach einer den Müll hingeworfen. Das wäre eigentlich ein Fall für Mila. Angela hat keine Energie mehr. Teile plündern? Was ist denn Teile plündern? Na, da schauen wir mal. Oh, Angela ist kokett, alter Schwede. Da müssen wir sofort draufhalten. Weil sie so kokett ist, muss sie jetzt hier die Teile plündern. Bibi Palace hat die Kochfähigkeit. Was? Jetzt hätte sie aber auch mal Teile plündern. Wer hat denn momentan nichts zu tun? Dann soll Kara... So, jetzt sah Heller von Sinn aus, aber wirklich wie Heller von Sinn. Plünder mal die Teile. So, sie hat die Geschicklichkeitsfähigkeit. Sie spielt mal mit dem Müll. Komm, spiel mal im Müll. Ja, ja, ich finde das schön. Ja, jetzt kannst du es auch mal wegwerfen. Das war etwas verstörend gerade. Aber nun gut, ich habe extra hier einen rosa Einhornmülleimer natürlich. Ich glaube, das ist nicht klischeehaft genug. Ich glaube, alle Frauen haben zu Hause rosa Einhornmülleimer. So, was hat... Oh, sie ist beschämt, die Bibi. Bibi ist beschämt. Also bitte. Das ist ja vollkommen unrealistisch. Das gibt doch gar keinen Sinn. Was schaut sie sich denn auch im Fernsehen da gerade an? Und warum ist sie überhaupt beschämt? Weil sie so stinkt? Dann geht doch nochmal duschen. Oh, die Dusche ist gerade besetzt. Tut mir leid. Was ist denn da drin? Mila pennt. Hillary ist noch am Arbeiten. Angie am Quatschen. Ach, Hella ist da drin. Nee, ist nicht Hella. Das ist Angelina Jolie, verdammt. Aber die beiden kann man auch leicht verwechseln. Jetzt hat sie dieses hässliche blaue Kleid an, was das Spiel mir einfach immer wieder angeboten hat, als ich sie kreiert habe. Wieso geht sie denn duschen und danach ins Bett? Mache ich zwar auch häufig, aber jetzt mal ganz ehrlich, da hättest du auch noch bis morgen früh warten können. Sparste Wasser. Ja, ich habe so viel Geld. Jetzt trotzdem esse ich nur Gartensalat die ganze Zeit. Und ich würde das so gern von einem Teller essen. Oh, ich bin immer noch so beschämt. Ich brauche ein Espresso. Jo, Angie. Wird Zeit fürs Bett, oder? Komm, festes Schlafzimmer gibt's hier ja nicht. Dann hauen wir Angie mal in die Koje. Die muss die Kohlen noch ranbringen. Ich weiß nicht, ob sie morgen arbeiten muss. Das schaut aber so aus. Hat einen ganz geregelten Arbeitstag. 9 bis 16 Uhr. Bis 17 Uhr. Ja, wenn Mila Kunis im Bett ist, dann räumt hier keiner mehr auf, wie es ausschaut. Sie ist auch beschämt, wahrscheinlich, weil Bibi neben ihr sitzt. Das kann ich auch verstehen.
Jaffes Bar. Klarschien. Ach, Narschko. Ah, jetzt ist sie wieder glücklich. Hella von Sinn haut wieder einen raus mit ihrer tiefen Stimme. Jo, wie spät haben wir es? 23 Uhr. Ich würde dann jetzt auch gleich mal ein kleines Folgenpäuschen machen, beziehungsweise ein kleines Aufnahmepäuschen. Dann gehen wir mal zu den Jungs rüber und schauen, was die so machen. Jobs müssten jetzt eigentlich alle Mädels haben. Gehen wir nochmal durch. Hillary kommt gleich von der Arbeit heim. Da schauen wir mal, was sie so... Oh, fade Umgebung. Angespannt plus eins. Materialistische Sims sind ein wenig angespannt, wenn sie nichts bewundern können, was sie kürzlich erworben haben. Boah. Angela hat einen Job... Hella hat einen Job, also sehr viele bei der Poststellenkraft, Buchhalterin der Agentur, Amateurunterhalterin, Palettenreinigerin und wir haben noch einen Wasserträger. Wie gesagt, Mila, wenn Mila pennt, dann haben wir echt ein Problem. Ich hoffe mal, sie macht nicht ins Bett. So, Miley Cyrus geht jetzt auch pennen. Nee, was will die machen? Bauer ohne Frau, der Untergang von Grant Rodiek lesen. Mhm. Also Kyra ist schon ins Bettchen gegangen. Was macht Bibi? Bibi möchte duschen gehen und geht danach wahrscheinlich dann auch schlafen. So, da warten wir, wie gesagt, noch bis Hillary gleich heimkommt. Dann gehen wir mal zu den Jungs rüber, schauen dort mal vorbei. Danach schauen wir in die YouTube-WG, was denn Gronkh, Pandoria und Co. so machen. Und vielleicht schauen wir irgendwann auch mal bei mir rein, was ich denn da überhaupt so treibe. So, Miley natürlich kurz vorm Schlafen gehen nochmal was trinken. Jetzt denkt sie an stinkende Schuhe. Wahrscheinlich, weil es ihr eigener Körpergeruch ist. Geh mal schlafen, Miley. Komm, geh mal pennen. Hillary hat bei der Arbeit etwas mitgehen lassen. Sehr schön. Das ist doch Realismus, sag ich euch. Und um uns noch eine Freude zu machen, wir hätten vielleicht den Eingang da drüben hin machen sollen, wo die immer stehen. Dann lassen wir Hillary nochmal duschen, um ihren Alabasterleib ein wenig zu bestaunen. Wir können natürlich auch hier zuschauen, ist vielleicht etwas schöner bei Bibi, aber nur etwas schöner. Hillary ist auch nice und vor allem hat sie ihre Haare gewechselt, aber ist auch okay. Wie gesagt, das war das, was vorgeschlagen wurde. Oh nein, Kara träumt von Gespenstern, die wollen wir doch direkt mal vertreiben. Alles gut, Kara, alles gut. Ist eine junge Erwachsene, aber gerade noch so jung. Hella hat sich jetzt einfach mal eine Brille aufgezogen. Schön, dass die immer mal ihren... hallo? Ist Angela im BH? Ich glaube schon. Sie fühlt sich unwohl. Dann kann auch sie jetzt mal schlafen gehen direkt danach. Die Hillary ist ziemlich müde. Und dann liegen auch alle brav im Bettchen. Da können wir dann das nächste Mal, wenn wir hier wieder vorbeikommen, dann ist wahrscheinlich einiges schon wieder passiert, weil wir jetzt mit den Jungs ja weiterspielen. Mal schauen, ob hier dann auch ordentlich Geld verdient wurde oder eben auch Beförderungen reingekommen sind. Das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für diese Aufnahme und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei den DFB-Jungs und da schauen wir mal, ob es da genauso chaotisch verläuft. Mila Kunis, wie gesagt, wenn die schläft, dann räumt hier keiner mehr auf. Auch Essen wird keins gemacht. Jeder stellt sein Glas irgendwo hin. Das ist einfach dramatisch. Wir werden natürlich hier, wir haben 4629. Ich wollte jetzt allerdings nicht die ganze Zeit im Baumodus rumhängen. Wir werden hier nochmal einen neuen Fernseher hinbauen und vor allem auch Waschbecken mal in die Badezimmer reinknallen, aber das machen wir dann auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal zu den Mädels hier zurückkehren. Hillary geht jetzt ins Bett und damit verabschiede ich mich auch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.